Der Bogen ist aufgespannt und ich habe es ja geahnt. Wir können das Thema unglaublich breit machen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch, als wir uns vorbesprochen haben, drei Sachen konkret herausnehmen. Und wir fangen mal mit dem ganz kleinen Maßstab an. 1988, hat Werner Sobeck gesagt, gab es eine Rücknahmeverordnung in der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie und die Automobilwirtschaft ist nicht daran zusammengebrochen. Und jetzt ist es so, dass wir in unseren Kreisen sowas Ähnliches auch gerade spüren. Vielleicht noch nicht mit einer Verordnung, einer Rücknahmeverordnung, aber es gibt doch eine Menge Bauteile, Bausysteme und Bauprodukte, die wiederverwertet werden sollen und eben nicht recycelt oder downcycelt werden, sondern in seiner ursprünglichen Funktion. Wozu führt das, wenn wir das machen? Oder ich sage noch mal, wo die Schwierigkeit ist. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren bei euch im Büro gesessen und da haben wir auch über solche Sachen geredet und da hat Werner Sobeck völlig zu Recht gesagt, was uns da entgegensteht, ist die Verbindungs- und Fügetechnik, die wir beim Bauen ebenso haben. Und alles das, was wir bauen, funktioniert bauphysikalisch dann besonders gut, wenn es besonders gut gefügt ist. Das heißt, wie kommen wir denn in eine Situation, dass wir überhaupt Sachen zurücknehmen können oder geben können und weiter benutzen können? Das ist schwierig, aber man muss dran arbeiten. Wir müssen vielleicht eines wissen, dass die Gebäude, die vor 1965 errichtet wurden, in ihrer Rücknahme, sage ich jetzt mal, wesentlich einfacher handzuhaben sind als die danach. Warum? Weil 1965 zog das Plastik in das Bauen ein. Ja, da gab es die dauerelastischen Fugen und da gab es das Polyurethan aus der Sprühdose und all diese Dinge. PVC-Fensterrahmen, das kam da vorher, waren es hauptsächlich metallische und mineralische Baustoffe, die man noch einigermaßen vernünftig auseinanderbekommt. Aber jetzt mit diesem multimaterialen Mix ist das natürlich sehr, sehr schwierig geworden. Das ist jetzt eine Deponie, Peter Hübner hat mal gesagt, die größte Sondermülldeponie der Erde, mit der wir irgendwie in der Zukunft umgehen müssen. Aber ich sage, nachdem wir das alles verstanden haben, müssen wir jetzt eben sofort anfangen, anders zu bauen. Und diese Last von 65 bis 2020, die müssen wir halt ertragen. Wir müssen Technologien entwickeln, um diese Materialien irgendwie auseinander zu bekommen. Thermisches Recycling ist mit Sicherheit nicht das richtige Stichwort. Die Häuser, die wir jetzt planen oder die ich ja manifestiert habe in meinen eigenen Projekten, die kriegen Recyclingquoten von 95% hin. Und mit vielen, mit wichtigen Arbeiten, Frau Weidner sitzt hier vorne, die mit einem Softwarehersteller ein computerbasiertes System der Bilanzierung und der Buchhaltung der verbauten Stoffe macht, weiß man natürlich auch noch in 30, 40, 50 oder 100 Jahren, was wurde in das Gebäude eigentlich eingebaut, wer hat es geliefert und wie sind diese Dinge zu bewerten. So, das heißt, wir müssen da ganz dringend einen Richtungsschwenk vollziehen. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, das ist ziemlich problematisch. Was vorher entstand, ist einigermaßen einfach. Jetzt die Frage, wenn wir alles rezyklieren könnten, ist es das dann? Ja, das ist genau dann der Idealzustand, wenn eine Gesellschaft nicht mehr zubaut, also wenn sie quasi fertig gebaut hat. Ne? Dann nimmt man etwas weg oder etwas anderes kommt wieder dazu und der Kreislauf funktioniert dann perfekt. Und obwohl wir ja eigentlich schon über alles verfügen, bauen die Deutschen immerhin pro Jahr noch ungefähr 15 Tonnen per Capita, also pro Kopf der Bevölkerung und Jahr zu. Es ist dann eben die vierte Spur an der Autobahn und noch ein Tunnel und noch eine Schallschutzwand und noch eine und noch eine und noch ein. 15 Tonnen pro Jahr, sagen wir, das ist wenig vielleicht. Bald wiegen die Autos ja schon so viel. Aber ein Bürger der sogenannten Dritten Welt, furchtbarer Ausdruck, von Arroganz geprägt ohne Ende, weil das bedeutet ja, wir sind die erste Welt. Ne? Also wir stehen oben auf dem Podest und die stehen unten. Wenn wir das CO2-technisch anschauen, dann müssten eigentlich die Verhältnisse genau umgedreht sein. Ein Bürger dieser sogenannten Dritten Welt besitzt ungefähr 75 Tonnen. Das heißt, die Deutschen auf ihrem Luxusniveau bauen innerhalb von 5 Jahren so viel Material in ihr Luxusniveau noch hinein, wie 6,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde überhaupt besitzen. Okay, aber dann müssten wir diese Sachen, die wir jetzt hinzufügen, vielleicht klüger bauen. Kaspar, wie sieht das bei euren Projekten aus? Also zwei Sachen werde ich fragen. Spielen solche Bausysteme, Bauteile, die man wiederverwerten kann, schon eine Rolle? Und wenn ja, kann man das bei den Bauherren durchsetzen? Und baut ihr vielleicht so, dass man eure Gebäude langfristig weiter benutzen kann? Ja, genau, das ist. Genau. Also erstens
vielleicht um das zu sagen, spielt bei den Bauherren mittlerweile doch eine große Rolle. Es gibt, sagen wir mal, so eine Begrifflichkeit, die nicht ganz unwichtig ist in der Investorenwelt. Das nennt sich EU-Taxonomie. Und da hat sich die EU etwas einfallen lassen, was noch gar nicht wirklich bewertet ist. Aber alle wissen, dass wenn meine Häuser nicht ESG-konform ist, Klammer auf, die wenigsten wissen, was ESG-konform ist, ist genau das gleiche Thema. Darüber könnte man sozusagen schon das nächste Buch wieder schreiben, weil es so ein Wirrwarr ist. Dann werden meine Häuser demnächst anders besteuert. Und damit haben sozusagen diejenigen, die bei uns sozusagen die größten Immobilienbestände haben, also sprich die großen Pensionsfonds, die Versicherungen etc., ein Riesenproblem. Weil ein Objekt kann sozusagen den ganzen Fonds kaputt machen. Und insofern würde ich sogar fast sagen, die haben Angstschweiß auf der Stirn und wollen unbedingt wissen, was wir tun können. Das heißt, wir haben im Endeffekt mehrere Aufgaben, an die wir uns zurzeit heranmachen. Das erste ist, wenn wir neu bauen, sind genau die Themen ganz essentiell. Wie können wir erstens so neu bauen, dass wir zumindest Teile rezyklieren können? Aber was ich eben auch interessant und spannender finde, also wir selber sind zum Beispiel hier in Deutschland Kennedy von Madasta, also einer der Gründungspartner, also ein ähnliches System, wo nämlich die Materialien, die wir demnächst verbauen werden, noch ist es nicht so weit, also man muss auch sagen, leider dauert das auch alles immer so ein bisschen, wo die Materialien, die wir verbauen werden, wir machen das jetzt gerade bei einem ersten Projekt, wo wir die, sagen wir mal, in ein Kataster anlegen. Und dann kommt ja was anderes zustande. Dann kommt nämlich erstens auch mal ein Bewusstsein darüber zustande, wo eigentlich welche Materialien vorhanden sind. Und wenn man das Ganze jetzt sozusagen nochmal weiterdenkt, dann kommt auch irgendwann mal ein Bewusstsein zustande, wo wann welche Materialien auch wieder verfügbar sind. Weil wir denken oft immer sozusagen im eigenen Projekt. Da wird dann gesagt, also wenn ich jetzt den Teppich rausnehme, dann wird er wieder verarbeitet, dann wird ein neuer Teppich reingelegt. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Die Frage ist, es muss ja nur in den Wirtschaftskreislauf wieder hineingebracht werden. Also insofern erstens sozusagen die Dinge eben feststellen, die verbaut werden. Da hilft uns auch, sagen wir mal, zum Beispiel das Thema BIM, also dass wir eben unsere Gebäude digitalisieren, dass wir wissen, was und wo wir etwas verbaut haben. Das nächste ist eben, sich darüber Gedanken zu machen, welche Materialien kann ich auch rezyklieren, welches System kann ich auch so verwenden. Also eben die Frage, wenn ich einen Estrich baue, mache ich einen gegossenen Estrich oder mache ich einen trockenen Estrich? Den gegossenen Estrich kann ich nicht mehr rezyklieren oder den kann ich in Anführungszeichen nur noch downsizen. Den trockenen Estrich kann ich eben wieder zurückbauen. Aber man kommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann auch wieder auf ganz, ganz viele Fragen. Wir hatten das gerade vor 2 Wochen, da waren wir bei Derix, ein großer Holzhersteller oder Holzverarbeiter, muss man richtigerweise sagen. Und dann sagt er zu mir, ja, wissen Sie, Herr Schmitz-Morkhammer, wir machen gerade ein Gebäude, das heißt The Cradle. Das ist eine ganz tolle Kiste. Aber gucken Sie sich mal die Elemente an, was Sie für eine Geometrie haben. Die können Sie alle rezyklieren. Das ist kein Thema. Die können Sie reusen. Aber er sagt, die wird doch keiner mehr in der Form reusen. Dann hat er uns ein Projekt gezeigt, was sie in Holland gemacht haben. Da haben die einfach 14 Meter lange Träger eingebaut, weil er gesagt hat, da kann einer hinterher einen 12 Meter langen Träger rausmachen. Den kann er benutzen. Also das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir es wirklich ernst meinen, dass es tatsächlich auch einen ganz anderen Effekt auf die Art und Weise haben wird, wie wir demnächst entwerfen müssen. Weil wenn wir ein Material nicht downcyclen wollen, weil es ist ja relativ einfach, also bei Holz, du kannst es immer wieder sozusagen eine Stufe runterdrehen, bis es halt irgendwann mal verbrannt wird. Dann kommt halt sozusagen, wie Sie so schön gesagt haben, das thermische Recycling. Aber wenn ich es auf der gleichen Stufe oder in der gleichen Qualität wieder einsetzen möchte, dann muss ich es 1:1 wieder einsetzen können. Also ich muss das Fenster im Endeffekt ausbauen und muss an anderer Stelle das Fenster wieder einsetzen. Aber bleiben wir doch bei dem Beispiel mal, machen das etwas konkreter. Wir sehen ja schon Büros in Belgien oder in der Schweiz, also Rothe oder in situ, die Bauteile ausbauen und zur Verfügung stellen. Wenn ich mir jetzt eure Bauherren so vorstelle und du kommst dann an und sagst, lass uns mal nach Belgien auf so einen Bauhof fahren, da stehen 70 verschiedene Fenster, davon können wir 30 gut gebrauchen, sehen alle ein bisschen anders aus. Geht das einher mit dem Wunsch der Ästhetik, die deine Bauherren so haben? Natürlich, sagen wir mal, nicht immer, aber wir machen zum Beispiel gerade ganz konkret bei einem Gebäude, wir sind gerade in Berlin, an einem alten Alfred-Grenander-Bau, die alte Knorr-Bremse-Fabrik, und da haben wir
da bauen wir Fenster aus. Das sind grauenvolle Fenster, die dann in den 90er Jahren eingebaut worden sind. Die sind auch nicht mehr für das, was wir mit dem Haus vorhaben, gut genug, weil unser Bauherr sehr, sehr hohe Ziele daran hat. Also wir wollen sozusagen auch weit über einen Neubaustandard hinaus etwas erreichen. Aber wir sagen, wir wollen diese Fenster nicht einfach wegschmeißen, sondern wir haben dann eben mit unserem Bauherrn die Idee entwickelt, wir werden daraus Trennwandsysteme für das Haus machen. Die Frage ist ja nicht, setze ich das Fenster eins zu eins dann wieder so ein, aber kann ich noch etwas Vernünftiges daraus machen? Und wenn die Möglichkeit besteht, kann ich es an anderer Stelle auch wieder einbauen. Also vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber in einer gewissen Form ganz sicher. Gleichzeitig muss ich auch sagen, trifft man natürlich auch auf Absurditäten. Ich habe neulich mit mit Holger Meyer, meinem ehemaligen Partner, über das Thema gesprochen, der erzählte, dass er, sagen wir mal, mit einem Berater, der sich damit beschäftigt hat, wie man Materialien rezyklieren kann, da sagt er, da stehen 8 erwachsene Menschen vor einer Fliesenwand und unterhalten sich darüber, wie man diese Fliesen so abnehmen kann, dass man sie später wieder verbauen kann. Und irgendwann hat er gesagt, da ist ihm der Kragen geplatzt. Er hat gesagt, Leute, ich sage euch jetzt, wie es funktioniert. Gar nicht. Die werden einfach runtergeschlagen und das war's. Es geht nämlich nicht. Und manchmal neigen wir zur totalen Übertreibung. Das heißt, wenn wir etwas wollen, dann müssen wir uns auch darüber bewusst sein, welche Auswirkungen es hat. Und wir müssen natürlich Themen dann auch so einplanen, ich kann keine Fliesen verkleben und hinterher glauben, dass ich sie wieder rezyklieren kann. Dann muss ich eben sagen, keine Fliesen, dann muss ich mit anderen Materialien an der Stelle arbeiten. Ist ja gar kein Problem. Aber kann es nicht auch sein, dass die wiederverwerteten Bausystemmaterialien auch in der ursprünglichen Nutzungsform zu einer neuen Ästhetik der Architektur führen, die wir uns nur noch nicht vorstellen können, die jüngere Menschen aber schon in ihrem Leben leben? Also ich weiß, das typische Beispiel, was wir alle kennen, ist diese Freitagtasche. Eine Tasche vor 20, für 30 Jahren entwickelt, aus LKW-Planen, die auf einmal zu irgendwas anderem genutzt wird. Diese Idee war damals etwas obskur. Aber wenn man jetzt mit jungen Menschen spricht, so um 20, 18, 15 Jahre oder 25 Jahre, für die ist das alles völlig normal. Und entwickeln diese Menschen nicht eine Ästhetik, die wir als Architektur umsetzen können? Hundertprozentig. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Art und Weise, wie wir entwerfen werden, verändert. Das heißt, wenn man mal, die Ästhetik wird sich verändern bei den Themen, die wir neu einbauen, weil wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir sie tatsächlich auch wiederverwenden können. Und die Ästhetik wird sich auch verändern, weil wir Dinge eben wieder einbauen. Und das Wiederverwenden, also ich lebe am Niederrhein, und Sie haben es gerade gesagt, Herr Professor Sobeck, damals hat man so gebaut, das war vollkommen normal, wenn ein Haus abgebrochen wurde, da wurde der Klinker wiederverwendet. Der wurde als Abbruchklinker an anderer Stelle wieder verbaut. Ein Holzbalken hat keiner irgendwo weggetan, der wurde an anderer Stelle wieder eingebaut. Vollkommen normal. Also sprich, wir haben auch eine Tradition, auf die wir aufbauen können und die wir auch, sagen wir mal, für uns wiederentdecken müssen.